Eure Strand in alle Welt steht hier und da verstreut ein Zelt. Ganz unberührt ist die Natur und dort sind Wilde nur. Wir lieben nicht die Kurortwelt, es ist der Strand, der uns gefällt. Die Einsamkeit soll unser sein, denn wir sind gern allein. Wasser, Sand und Sonne sind für uns das Ideal. Wellen, Wind und Camping, Wilde sein wollen wir einmal. Wenn du ein echter Wilder bist, lachst du auch wenn mal Regen ist. Du findest es nicht unerhört, weil dich das gar nicht stört. Kleinere die Trockenmasse. Rühre sie mit 4 Esslöffeln Wasser an, füge danach einen halben Liter Wasser in die klar gerührte Masse. Gebe 3 Esslöffel Zucker hinzu und lasse das Ganze auf einer kleinen Flamme unter ständigem Umrühren eine Minute lang kochen. Die fertige Masse gieße man sodann in vorher mit kaltem Wasser ausgespülte Gefäße zum Erkalten. Das ist doch genau, wie ich es gemacht habe. Ha! Koch vom Dienst. Was ist denn? Bist du noch nicht fertig? Mir knurrt schon der Magen. Hey Kerl, bist du taub? Oder klappt etwas nicht? Hub lieber nach dem Doktor. Verletzung der Campingordnung. Das Mittagessen hat Punkt 12 Uhr fertig zu sein. Was gibt's denn heute? Götterspeise. Wir ernähren uns von Trockenpulver wie im alten Rom. Dabei leben wir im Zeitalter der Atomkraft. Eben. Aber das ist hier kein Essen auf einem Empfang deiner Botschaft, mein lieber Herr Diplomat. Aber es ist leicht verdaulich. Und wir haben nun mal massenhaft von dem Zeugs mitgeschleppt. Fasse dich kurz, was gibt's erstens? Frühlingssuppe. Zweitens? Erbsen. Und drittens, Götterspeise mit Büchsenmilch. Deine Zukünfte kann sich gratulieren. Denkste, daraus wird nichts. Nähe mir meine Knöpfe allein an, ich stopfe mir meine Socken allein und ich werde auch täglich 3-mal mein Essen allein kochen. Aber heiraten tue ich nie. Du tust. Ich tue es nicht. Doch. Nein. Hub lieber nach unserem Doktor. Also hier kommt man nie zur Ruhe. Ich will die Batterie leer machen. Sowieso schon keinen Saft mehr. Ich bitte zu Tisch, meine Herrschaften. Es ist serviert. Erster Gang, Frühlingssuppe. Guten Appetit. Jam, badadadam, bam, bam. Ach, ich beneide die Leute wirklich nicht, die jetzt in einem stinkigen Kurortrestaurant sitzen und stundenlang auf ihr Essen warten müssen. Haben wir es doch besser. So in der freien Natur. Vorsicht. Ah. Hier schmeckt mir jede Frühlingssuppe besser als Schaschlik. Unsere Erbsen besser als jedes Brathühnchen. Kinder, Kinder, das sind doch wenigstens noch Ferien. Fernab von jeglicher Zivilisation, da fühlt man sich doch mal endlich wieder eins mit der Natur. Vorausgesetzt, wir verzichten auf alle Gespräche über die Bequemlichkeiten des Hotellebens. Und über das Essen in Restaurants. Und über Frauen. Sehr richtig. Vor allem über Frauen. Mich lassen die Weiber sowieso völlig kalt. Was überhaupt das Ausschalten von störenden Einflüssen anbelangt, so möchte ich nur vorschlagen, das Radiohören erheblich einzuschränken. Auch dadurch wird das Nervensystem geschont.
Die Batterie auch. Und wie steht's mit den Nachrichten? Während wir hier Robinson spielen, landet womöglich unser nächster Sputnik auf dem Mond. Mein Einwand bezieht sich nur auf Unterhaltungssendungen. Gestern Nacht habt ihr zum Beispiel auch wieder bis 1 Uhr Operettenmelodien gehört. 12.45 Uhr. Daran ist Anton schuld. Du weißt doch, wenn der Silvia hört, ist er nicht mehr zu halten. Was ist denn das für ein wabliges Zeug? Hast du Quallen gefischt? Das ist Götterspeise. Ach. Das schmeckt doch. Ich habe mal gekochte Spinnen gegessen. Die sahen genauso aus. Also verdirb anderen Leuten nicht den Appetit mit deinen albernen Witzen. Lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Mich stört's nicht. Was nennt sich denn Urlaub? Den ganzen Vormittag kochen? Was bleibt übrig? Die Freuden des Küchendienstes. Wer hat denn nun wieder das ganze Wasser verbraucht? Keiner. Dann kann ich eben nicht abwaschen. Wie wär's denn damit? Ich kenne eine Stelle, da gibt's genug von diesem köstlichen Nass. Geh ja schon. Hör mal, Stepan. Erklär mir doch mal den Unterschied zwischen einem Pimison und einem Mimison. Du komm, tu mir einen Gefallen, lass mich in Frieden, ich hab Nein, jetzt Urlaub. Wirklich? Hör mir doch mal zu, einen Kuhmeson soll es auch noch geben. Stimmt das? Nun hör mal gut zu. Ich habe das Recht, von 365 Tagen im Jahr wenigstens 30 Tage mal nicht über wissenschaftliche Themen zu sprechen. Hast du. Na siehst du, mein Kleiner, dann lass mich jetzt gefälligst meinen Roman weiterlesen. Ich bitte dich ja auch nicht mehr, einen Kommentar über die politische Lage in Venezuela zu halten. Da ist auch gerade nichts los, aber die politische Lage in Formosa, stell dir vor. Wir haben ausgemacht, ad 1, dass alle Fachgespräche zu unterbleiben haben. Ad 2, dass wir hier mal völlig abschalten wollen. Ad 3, absolute Ruhe zwischen 13 und 15 Uhr. Na also. Na schön. Leben wir also wie die Wilden. Hör doch mal, das ist doch ein Moskwitsch. Was soll denn das? Hier ist offenbar einer langgefahren. Wie kann denn hier jemand herkommen? Vielleicht haben außer uns noch andere die Vorzüge dieser Gegend entdeckt. Na, dann können wir ja gleich wieder umdrehen. Nur keine Panik. Ich werde erst mal nachsehen. Bleib am Wagen und pass auf, ob inzwischen hier jemand aufkommt. Siehst du was? Nö. Hat sich wahrscheinlich jemand verfahren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie kommen Sie denn hierher? Sie werden lachen. Hiermit. Sie haben sich hier häuslich niedergelassen. Wie Sie sehen. Auf lange? Für die nächsten 200 bis 300 Jahre, wenn Sie nichts dagegen haben. Sieht aber fast so aus, als hätten Sie was dagegen. Sie sind ein scharfer Beobachter. Das hier ist unser Platz. Wie meinen Sie denn das? Wie ich es sage. Wir sind hier jedes Jahr. Entschuldigen Sie die unbescheidene Frage, aber wer sind wir? Wir. Und wie viel sind wir? Zwei. Und wer sind Sie? Und wer sind Sie? Wir sind Wilde. Falls Sie zufällig von der Polizei sein sollten, zeigen wir Ihnen gerne unsere Personalausweise. Gestatten Sie, dass wir uns vorstellen? Anton Rubakin, Student am Institut für Diplomatie. Das ist mein Freund Stepan Sundukov. Mit der Nummer ME7314. Der dritte ist Wasserrollen. Kolja Lubjeschkin heißt er. Sind Sie zufriedengestellt? Wir sind ganz normale Bürger, nur unrasiert. Dürfen wir Sie mit etwas Götterspeise bewirten? Dann hören Sie mal gut zu. Seit 5 Jahren verbringen wir hier in dieser Bucht unsere Ferien. Sie haben diesen Platz ungesetzlich in Beschlag genommen. Wie bitte? Wie sagten Sie? Ungesetzlich in Beschlag genommen. Da kann ich doch nur lachen. Hell und silbern.
Da gibt's gar nichts zu lachen, mein Herr. Ich erkläre Ihnen in vollem Ernst. Das hier ist unser Platz. Mahlzeit. Holger, Junge, halte deinen Eimer fest. Man exmittiert uns. Wer exmittiert uns? Jenne. Sie? Ist ja wohl ein Scherz. Wir exmittieren Sie nicht. Wir bitten Sie lediglich, sich eine andere Stelle zu suchen. Wieso sollen wir denn hier weg? Eine Laune dieser Dame. Verzeihen Sie. Wie wollen Sie beweisen, dass das hier Ihr Platz ist? In der Tat, das wäre sehr interessant. Ich werde es Ihnen beweisen. Oho, da bin ich aber gespannt. Silvia! Silvia, hier, hier! Ja! Unser Platz. Als ob ihr Gold vergraben läge. Guten Tag. Stell dir vor, Silvia, diese Herren weigern sich, unseren Platz zu räumen. Aber wieso denn? Das war doch schon immer unser Platz. Da hören Sie es, meine Herren. Beweise. Beweise? Hier. Dieser Daumen war 4 Wochen lang grün und blau, weil er beim Bauen dieses Tisches unter den Hammer gekommen war. Nicht zu sehen. Am Tisch auch nicht. Nehmen Sie mal Ihr Geschirr hier weg. Darunter finden Sie die Buchstaben SP eingeschnitzt. Stimmt. Weiter. Hier finden Sie die Buchstaben VSCH eingeschnitzt. Na bitte, bitte, überzeugen Sie sich. Sag mal, kannst du dich noch an die Stelle erinnern? Unsere Markierung ist weg. Da unter dem Baum muss es gewesen sein. Haben Sie einen Spaten? Mhm. Wenn Sie uns den mal leihen könnten, dann hätten wir noch einen Beweis für Sie. Bitte. Das ist höflich, kann man da nur sagen. In dieser Flasche befindet sich ein Zettel. Bitte, öffnen Sie die Flasche. Und lesen Sie, was draufsteht. Na, haben Sie denn keinen Korkenzieher? Haben wir einen Korkenzieher? Doktor, wo hast du dein Taschenmesser? Was soll denn der Blödsinn? Oh, Verzerrung. Lies schon vor, damit wir alle was davon haben. Wir, die wir jede Form von Ferien außer Camping missbilligen, erklären, dass dieser Platz an der Küste des Schwarzen Meeres am 20. Juli 1954 durch uns erschlossen und am gleichen Tage lebenslänglich in Besitz genommen wurde. Na bitte, lesen Sie doch weiter. Dann kommen nur noch Unterschriften und Daten. Die Unterschriften sind unwichtig, aber die Daten lesen Sie vor. 17. August 1954, 15. September 1955, 3. Oktober 1956, 19. Mai 1957, 15. August 1958. Alles. Hm. Na? Haben Sie sich überzeugt? Durchaus. Na also. Gut. Sie sind tatsächlich jedes Jahr hierher gekommen und haben irgendwelche Daten auf dieses ungültige Schriftstück eingetragen. Die Daten der Abfahrt. Von mir aus? Was bedeutet das schon? Deshalb hindert Sie doch nichts, in diesem Jahr an irgendeiner anderen Stelle Urlaub zu machen. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Auf gar keinen Fall. Also die Sache fängt mir an, jetzt langsam Spaß zu machen. Wie darf ich denn das auffassen? Auf gar keinen Fall. Wir bleiben hier. Genau hier. Und außerdem sind Sie Männer und müssen zurücktreten. Hier sind wir keine Männer, hier sind wir Wilde. Wir haben nicht vor, uns mit Ihnen zu prügeln. Das sind ja feine Aussichten. Glauben Sie uns, wenn wir vorausgesehen hätten, dass für Sie gerade dieser Platz so wichtig ist, hätten wir schon irgendeine andere Stelle gefunden. Hm. Aber jetzt wäre es doch Blödsinn, wenn 3 erwachsene Männer wegen Ihrer fixen Idee plötzlich hier alles im Stich lassen und davonlaufen sollten. Meint ihr nicht auch? Schließlich haben wir uns hier eingelebt. Wir sind seit 2 Wochen hier. Und wir seit 5 Jahren. Jetzt langt's mir aber. Treiben Sie Ihre Späße mit wem Sie wollen, aber nicht mit uns. Empfehle mich. Dum, da, 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 da. Bum, bum. Die denken, wir machen Witze. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen. Unverschämte Weiber. Diese Silvia muss ich schon mal gesehen haben. Weiß bloß nicht wo. Ein ganz bekanntes Gesicht. Wahrscheinlich gehören Sie auch zur Gattung Wilde. Aber Ihre Namen, du, die sind nicht zu entziffern. Gib mal her.
Du bist mir ein schöner Diplomat. Nicht mal eine Unterschrift kannst du dechiffrieren. Was ist denn das hier für ein Buchstabe? O? Nein. A. A. Ja. Zeig mal her. Das ist doch völlig unleserlich. Namen sind Schall und Rauch. Das eine steht jedenfalls fest, du, die haben verdammt Haare auf den Zähnen. Da gibt's nur eins. Hart bleiben. Kommt gar nicht in Frage. Ja, wir bleiben selbstverständlich. Aber wo? Wir können ihnen doch unser Zelt nicht einfach vor die Nase setzen. Warum denn nicht? Da kann man sich nur wundern. Na, wie ist das, Leute? Gehen wir baden? Ja. Nach dem Schock hätten wir ja wohl eine Erfrischung nötig. Ich muss aber erst noch abwaschen. Du, unsere Badehosen. Wozu? Na, wegen der Weiber. Wegen der Weiber? Na, geh schon. Die drei Knaben werden ihr blaues Wunder mit uns erleben. Nun komm schon endlich. Bring Stefans Badehose mit. Oh! Abendbrot muss ich auch noch machen. Dazu bist du allerdings verpflichtet. Ja, eigentlich soll man ja zur Nacht nicht so viel essen. Wie wär's mit einem Glas Tee und ein bisschen Zwieback? Das genügt doch. Nee, du. Ich bin nicht dafür geschaffen, dauernd Diät zu leben. Ich auch nicht. Und was machen wir mit den Mädchen? Ich meine, wenn die sich wirklich hier häuslich niederlassen. Die vergraulen wir. Auf keinen Fall lassen wir uns von denen den Urlaub vermiesen. Sei mal still. Die fahren ab. Na also, das hätten wir. So, weiter geht's beim besten Willen nicht. Den Rest müssen wir schieben. Hey! Ja, unser Platz aber auch besetzt ist. Abwarten. Noch ist nicht aller Tage Abend. Irotschka, ja? Weißt du, was mir nicht gefällt? Wir wollen ihn so dicht auf die Pelle rücken und kennen sie überhaupt nicht. Ein bisschen schon. Sie haben sich vorgestellt. Ach. Der eine ist offenbar Arzt, der andere ein zukünftiger Diplomat und der dritte irgendwas Technisches. Oh. Na, hoffentlich hast du ihm nicht auf die Nase gebunden, wer wir sind. Natürlich. Nicht. Für Sie sind wir ganz gewöhnliche weibliche Wesen. Wenn Sie mich nur nicht erkennen. Du siehst dir jetzt nicht ein bisschen ähnlich. Moment. Ein neuer Film ist noch nicht angelaufen und im Hauptwachtmeister hast du eine Nebenrolle. Aber eine sehr profilierte, hast du selber gesagt. Das streite ich ja auch nicht ab. Und wenn sie dich nun erkennen? Für mich bürge ich schon. Ich bin ja noch keine solche Berühmtheit. Da sei ich bloß nicht täuscht. Solche Weiber können verdammt hartnäckig sein. Du musst es ja wissen bei deiner Erfahrung. Das hätten wir geschafft. Und jetzt? Jetzt stellen wir erstmal das Zelt auf. Ja, schön und gut, aber wo? Unser Platz ist doch besetzt. Am besten hier. Die Vera scheint eine energische Person zu sein. Ja, aber die andere, diese Silvia, die war gar nicht so ohne. Eigentlich schade. Aber alles tipptopp eingerichtet. Wie wär's, wenn du mir zur Abwechslung auch mal ein bisschen helfen würdest? Oh, Vera, die ernähren sich anscheinend bloß von Suppenwürfeln und Puddingpulver. Hilfst du mir nun oder nicht? Ja, doch, ich komm ja schon. Sonst kommen wir heute überhaupt nicht mehr zum Baden. Entschuldige. Wer ist der Mörder? Moment, ich bin noch nicht so weit. Überfall auf der Hose! Die eisigen Fluten umspülende Körper des Opfers! Rächend blickt er um sich, doch wie Peter entflohen! Für diesmal entkommen, aber hütet euch vor dem Zorn des Opfers! Wir schwören, der Bart bleibt unrasiert, Wein und Tabak unberührt. Ohne Frauen, wir bleiben allein, wir wollen wilde sein. Ein Glück, dass wir die Badeanzüge doch noch mitgenommen haben. So ungezwungen wie bisher können die Knaben jetzt auch nicht mehr rumtoben. Meinst du, dass wir sie damit wegekeln? Außerdem lehnen wir natürlich jedes Gespräch mit ihnen demonstrativ ab. Selbstverständlich. Und hier machen wir uns überall breit
benehmen uns so störend wie möglich. Und wenn Sie trotzdem bleiben? Abwarten und Tee trinken. Na ja, du hast ja mehr Erfahrung im Umgang mit wilden Tieren. Na, mit so störrischen Borstentieren habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Aber mit deiner Unterstützung, denen mache ich ein Theater vor, das ihnen Hören und Sehen vergeht. Prima Quadratlatschen hast du. Mindestens Schuhgröße 46. Da sieht man mal, wer auf großem Fuße lebt. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Schiller. Wilhelm Tell. Handtuch! Auftritt mit Musik. Zweiter Akt, sechste Szene. Mich trifft der Schlag. Wieso? Was ist denn los? Die sind gar nicht abgefahren. Na bitte. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Die sind verdammt hartnäckig. Immerhin, tolle Figur. Erster Auftritt, triumphaler Erfolg. Glaubst du? Das Publikum applaudiert zwar nicht, scheint aber trotzdem gefesselt zu sein. Na dann hinein. Achtung, fertig, los. Was machen wir jetzt? Im Interesse einer weiteren Erholung müssten wir unsere Lage ernsthaft überprüfen. Wir tun so, als ob sie gar nicht vorhanden wären. Genau, wir behandeln sie einfach als Luft. Hauptsache, ihr haltet das auch durch. Natürlich. Ehrensache. Ich schwimme noch ein Stück weiter rauf. Warte, ich komme mit. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich habe keinerlei Konzessionen im Auge und auch keine Abweichung von unserer grundsätzlichen Linie. Aber ich denke an die elementaren Regeln menschlichen Zusammenlebens, sowie friedliche Koexistenz. Sag mal, kannst du dich nicht ein bisschen undiplomatischer ausdrücken? Also muss man zum Beispiel am Morgen grüßen oder nicht? Dazu fühle ich mich keineswegs verpflichtet. Und soviel ich feststellen konnte, scheinen Sie auch gar keinen Wert darauf zu legen. Sind denn die verrückt? Wie weit wollen die denn noch rausschwimmen? Alles Berechnung, mein Junge. Ich kenne die Weiber. Dann sind sie bei uns aber an der falschen Adresse. Sie wollen nur unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Was soll daraus bloß noch werden? Nichts. Ganz normale Ferien. Wie immer. Du Stepan. Sieh doch mal. Ich glaube, die eine kann nicht mehr. Ach, verlass dich drauf, die schwimmen wie die Fische. Man kann doch nicht ruhig mit ansehen, wie ein Mensch da draußen vor unseren Augen einfach wegsackt. Vielleicht brauchen die wirklich Hilfe. Los, komm. Vera, die kommen uns nach. Los, wir schwimmen zurück. Hallo. Halten Sie noch durch. Wir schon. Außer Ihnen wird's nicht zu viel. Wir dachten, Sie können nicht mehr. Ja, ja. Denken es dem Blitzsache. Das hat man nun von seiner Hilfsbereitschaft. Für mich sind die beiden in Zukunft Luft. Wenn Sie mit uns anwandeln wollen, dann muss Ihnen schon was Originelleres einfallen. Ich glaube, die hatten wirklich Angst um uns. Sie trauen uns eben nicht zu. Typisch männliche Überheblichkeit. Dumme Gänse. Das nächste Mal lasse ich die glatt absaufen. Na, was habe ich euch gesagt? Ist doch alles Taktik. Aber ihr Trottel fällt natürlich darauf rein. Ich geh Abendbrot machen. Was gibt's denn heute? Wird nicht verraten. No.
soll denn das heißen? Ganz schöne Raumverdrängung. Ihr seht ja, offene Kampfansage. Aber das darf ja doch wohl nicht wahr sein. Wie die leben, die Leute. Hm. Bourgeoiser Fraß. Okay. Hoffentlich wird Arthur inzwischen gut versorgt. Vera? Er hat so einen empfindlichen Magen. Wir haben Urlaub. Aber man hat doch nichts als Ärger mit diesem Burschen. Deshalb lebe unsere alte Devise, willst du Glück und Sonnenschein, so dann lass die Männer Männer sein. Die Einsamkeit soll uns gehören, weil Männer dabei doch nur stören. Boing! Darf ich zum Abendessen bitten? Kannst du nicht bedienen? Hm. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, was Tantalus Qualen sind. Wir schwören, der Bart bleibt unrasiert, Wein und Tabak unberührt. Als Ersatz. Ich muss noch abwaschen. Das Wasser ist auch weg. Haben die Weiber verbraucht. Ich kann ja mal fragen, ob Sie noch welches brauchen. Sie werden langsam mürbe. Wirklich ein heiterer Abend. Ja. Mir reicht's für heute. Gehen wir schlafen. Hoffentlich ziehen Sie bald ab. Und wo ziehen wir uns um? Im Wagen. Na klar. Aber wie? Nun, es kommt was an. Als Ersatz für unseren Abendsport. Und? Was fällt Ihnen denn ein? Sie werden energisch. Moment mal. Deine Decke. Na. Angeber. Sind denn die schwerhörig? Wir sind doch hier nicht im Dynamo-Stadion. Ruhe! Schlaf schön. Du auch. Was grinst du so dämlich? Ein Bild für Götter. Wahnsinnig komisch, wirklich. Mir vollkommen pieper. Ich denke nicht dran, wegen dieser Gänse meine Gewohnheiten zu ändern. Und wie gewisse Leute, mitten in der Nacht aufzustehen, wenn andere noch schlafen, um Gymnastik zu treiben. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Unsere Erholung ist futsch. Unsere Urlaubsordnung ist futsch. Alles ist futsch. Was wollen Sie ja gerade? Uns demoralisieren. Hm, schaffen die bei mir nie. Ich war verheiratet. Ich habe Widerstandserfahrung. Auf die Bettkante oder auch auf den Fußboden. Und nun spreizen Sie die Finger weit auseinander und bitte auch die Zehen. Und dann schließen Sie Zehen und Finger wieder. Es geht los und jetzt. Spreizen, schließen, spreizen, schließen, spreizen, schließen, doppelt so schnell. Ganz rasch spreizen. Der zweite Sieg. Ihr Tagesrhythmus ist zerstört. Damit beginnt die Zersetzung in unseren eigenen Reihen.
Denke gefälligst an unsere Abmachung. In den Reihen des Gegners machen sich Verwirrung und Demoralisierung bemerkbar. Der Erfolg unserer psychologischen Offensive. Ach, ich fühle mich in Gegenwart von Frauen wie ein Wilder mit diesem Bart. Ich verstehe dich nicht. Rasieren ist ungesund und schadet der Haut. Ihr denkt wohl, es hätte vielleicht einer von Ihnen Eindruck auf mich gemacht. Der irrt ihr euch gewaltig, nicht die Spur. Ehrlich gesagt sehen Sie auch gar nicht besonders aus. Standard, Schablone. Was beschließen wir also? Das Unglück wie Männer zu ertragen und unser unabhängiges, freies Leben fortzusetzen. Hauptsache, wir halten durch, Leute. Ich glaube, die machen ihren Radaukasten überhaupt nicht mehr aus. Am besten überhaupt nicht darauf reagieren. Also, dann spielt man ihnen bloß wieder einen Trumpf in die Hand. Meine Rede. Anton, unsere Lieblingsmelodie. Tatsächlich. Wir wollten doch noch probieren. Kein Mensch hier. Stell doch wenigstens diesen verfluchten Nervtöter ab. Unsere Arbeit, unsere Kunst war umsonst. 3:0 für uns. Herrlich, diese Ruhe. Und diese Einsamkeit. Hinter dem Schirm sind wir so sicher wie deine Artisten hinter ihren Gittern. Ob sich mein lieber Arthur inzwischen schon an Lenotschka gewöhnt hat? Er frisst dir sicher schon aus der Hand. Ich habe richtig Sehnsucht nach ihm. Der hat sich bestimmt schon mit einer Löwendame getröstet. Oh, Arthur ist sehr wählerisch und widerspenstig. Er war ziemlich schwer zu zähmen. Aber dafür ist er jetzt der beste und klügste Löwe meiner Truppe. Und welche Dressurmethode willst du bei unseren Wilden anwenden? Entscheidend sind doch bei ihnen drei Dinge. Beharrlichkeit, Selbstbeherrschung und Liebe. Raubtiere. Kann man wohl sagen. Rauben alles, was ihnen in die Quere kommt. Vor allem unsere Ruhe. Das Besichtigen der Raubtiere wird ja wohl nicht verboten sein. Also, Freunde, lasst uns in den Käfig schauen. Du, Silvia, gehen wir nachher zur Post? Hab keine Lust. Ich mache mir solche Sorgen um Arthurs Gesundheit. Wie wird er ohne mich bloß zurechtkommen, der arme Kerl? Ach, nun hab dich nicht so. Wir schicken ihm ein Telegramm. Man wird ja rammdösig in der Sonne. Wollen wir Federball spielen? Mhm. Bisschen Bewegung kann gar nicht schaden. Überlassen wir es lieber anderen, einen Sonnenstich zu kriegen. Na, was ist los? Exmittieren wir sie? Ohne Gnade. Diesmal gibt's keinen Pardon. Interessant? Stell dir vor, sie ist Polizistin. Da bitte.
Na, woher kennst du sie dann? Vielleicht bin ich mal verkehrt über die Straße gelaufen. Dann ist mir auch alles klar. Was ist klar? Ja, dass in so einem Ton mit uns umgesprungen ist. Darauf wäre ich nie gekommen. Ausgerechnet Polizeiwachtmeister. Eventuell ist Ihre Freundin auch Polizistin. Na klar, die passen doch zusammen wie zwei linke Latschen. Vielleicht ist es unter diesen Umständen doch besser, nicht mit Ihnen auf Kriegsfuß zu stehen. Aber hier sind Sie doch nicht dienstlich. Ja. Jedenfalls, wenn Ihre Vorgesetzten wüssten, wie die sich hier aufführen, die würden ganz schön eins auf den Deckel kriegen. Ist doch typischer Missbrauch der Macht. Blödsinn, Stepan. Sie sind Polizistin. Sie sind aber auch, naja, eben typische Frauen. Typisch. Die Rache des kleinen Mannes. Wer hat denn heute Küchendienst? Ich. Ach, ich kann nicht mehr, mir ist so heiß. Was gibt's denn heute? Ja, ich dachte... Erbsensuppe und Götterspeise. Oh. Wann hört denn das endlich auf mit diesen Pulverfraß? Ich habe wirklich nicht die Absicht, im Urlaub eine Entfettungskur zu machen. Denk an deine schlanke Linie. Ich gehe lieber ins Wasser. Du, Silvia. Ich habe eine Idee. Wir müssen unsere Taktik ändern. Und was schlägst du vor? Wir machen sie in uns verliebt. Als ob das so einfach wäre. Beweise mal dein Talent. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, was du dir davon versprichst. Bekanntlich verlieren verliebte Männer sehr schnell die klare Vernunft. Dann hätten wir doch leichtes Spiel. Und wenn sie trotzdem bleiben? Abwarten. Wenn wir ihre Gefühle nicht erwidern, dann ziehen sie bestimmt aus gekränkter Eitelkeit ab. Na gut, ich lasse alle Minen springen. Also abgemacht. Morgen? Start der neuen Offensive. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Verzeihen Sie, Sie sind doch Doktor. Ja. Darf man sich mit einer Bitte an Sie wenden? Das halte ich nicht für sehr empfehlenswert. Arme Vera. Worum handelt es denn? Herr Doktor, ein Mensch braucht dringend Ihre Hilfe. Ich fürchte, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Arzt derart verantwortungslos sein kann. Sie haben mich missverstanden. So einen Grobian gibt's nicht noch mal. Meinen Sie mich? Nein, nein, Ihren Freund, den Doktor. Aber ich bitte Sie, das ist der gutmütigste Mensch auf der Welt. Äußerst wohlerzogen und entgegenkommt. Das habe ich gemerkt. Vielleicht haben Sie ihn irgendwie herausgefordert oder beleidigt. Ich? Dabei habe ich ihn nur um Hilfe gebeten. Hilfe? Ja, meine Freundin Vera ist krank. Oh, was hat sie denn? Wahrscheinlich Sonnenbrand. Ach. Und unser Doktor sollte... Er sollte mir sagen, was man dagegen tun kann. Ich werde mich beim Ministerium für Gesundheitswesen über ihn beschweren. Da werden Sie leider nicht viel Erfolg haben. Schließlich muss auch er unsere Gesetze respektieren. Aber er ist doch gar kein Arzt. Aber Sie nennen ihn doch immer Doktor. Ist er auch. Aber Doktor der Physik. Von Medizin versteht er nicht so viel. Doch wenn Sie einen Arzt brauchen... Wir haben tatsächlich einen. Ja? Kommen Sie nur. Wunderbares Wetter heute. Hoffentlich bleibt es hier die nächsten drei Wochen noch so. Bestimmt. Kolja! Hier ist dringend ärztliche Hilfe nötig. Bei wem? Meine Freundin Vera ist krank. Was hat sie denn?
Sonnenbrand. Können Sie mir nicht sagen, was man dagegen tun kann? Sie hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Sie hat auch hohes Fieber. Also gut. Sagen Sie ihr, ich komme gleich und sehe mir den Schaden einmal an. Dankeschön, Herr Doktor. Sowas will nur ein Diplomat werden und kann nicht mal ein lumpiges Laubboot fliegen. Armes Vaterland. Schnell ins Zelt! Sie kommen! Du hast dir doch hoffentlich nicht gesagt, dass ich Tierarzt bin. Keine Spur. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier für einen Rat geben soll. Tiere kriegen keinen Sonnenbrand. Ach, dir fällt schon irgendwas ein. Achtung! Sie schüttelt sich vor Fieber. Nein, nein! Mir ist schon wieder besser. Ja, ich stehe Ihnen natürlich gern zu Diensten, aber... Wissen Sie, ich bin gestern dummerweise am Strand eingeschlafen. Ja, das ist gefährlich. Komm, zeig dem Doktor deinen Rücken, Verotschka. Ist doch nicht nötig. Ja, weshalb denn? Nun hab dich nicht so. Mit solchen Sachen ist doch nicht zu spaßen, nicht wahr, Doktor? Ja, natürlich. Haben Sie vollkommen recht. Wenn Sie hereinkommen wollen, bitteschön. Ja, wenn Sie meinen... Darf ich mal sehen? Muss das unbedingt sein? Na, selbstverständlich. Aber bitte nicht anfassen. Sonnenbrand gehört zwar nicht ganz in sein Spezialgebiet, aber er wird sich schon kurieren. Ach, was ist denn sein Spezialgebiet? Tja, ist es denn so schlimm? Mhm. Es tut ganz schön weh. Ja, das kann ich mir denken. Und was raten Sie mir? Ja, das verbrannte Fleisch darf nicht mehr der Sonne ausgesetzt werden. Na? Entschuldigen Sie bitte, es war vorhin ein Missverständnis. Ich hielt Sie für einen Arzt. Hm, das habe ich gemerkt. Ich habe Ihnen hier eine Salbe aufgeschrieben. Ach, vielen Dank, Herr Doktor. Schade, dass Charakterstärke so selten geworden ist. Du bist ein komischer Mensch. Ich konnte dir doch das nicht abschlagen. Also bitte versuch nicht, dich rauszureden, in ja? In diesem Fall bist du im Unrecht, Stepan. Ach, an unseren Abmachungen hört sich deshalb gar nichts. Schon gut. Da, amüsier dich, du hast ja heute Küchendienst. Halt ein Auto an, sonst bist du ja den ganzen Tag unterwegs. Wird's versuchen. Und bring Brot mit. Das alte langt bloß noch heute. Und denk an die Salbe. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Wiedersehen. Und vergiss das Telegramm an Arthur nicht. Kolja? Ja? Wie sieht's eigentlich bei uns mit Brot aus? Wir haben noch genug Zwieback. Dein Zwieback hängt mir langsam zum Halse heraus. Meinst du nicht auch, dass uns Brot wieder mal ganz gut tun würde? Du kannst ja welches kaufen gehen. Mach ich auch. Ei, ei, das Eis beginnt zu schmelzen. Was heißt denn hier schmelzen? Ist doch Quatsch, trockener Zwieback zu kaufen, wenn man frisches Brot haben kann. Das ist doch wirklich kein übertriebener Luxus. Soll ich sonst noch was mitbringen? Wie wär's denn mit Sekt? Mach ich. Und Wasser? Das gibt's hier in der Nähe, frischer und billiger. Duft. Viel Spaß. Sind Sie der berühmte Physiker Sundukow persönlich? Hm? Genau so habe ich Sie mir vorgestellt. Hm. So zielstrebig und energisch. Woran arbeiten Sie eigentlich im Augenblick? Am Schlauchboot, wie Sie sehen. Nein, wirklich. Ich meine, mit welchem Problem beschäftigen Sie sich zurzeit in der Physik? Zu Ihrer Orientierung. Ich bin hier im Urlaub. Und da pflege ich abzuschalten. Kriminalromane zu lesen, Fische zu angeln, mir einen Bart wachsen zu lassen und vor allem keine Gespräche zu führen. Schon gar nicht mit Frauen. Entschuldigen Sie, ich muss das im Wasser ausprobieren. Sie haben Erholung wirklich nötig. Silvia! Hallo! Silvia! Ich muss nämlich auch Brot holen. Ah, das trifft sich ja großartig. Allein wäre mir der Weg auch ziemlich lang geworden. Ja, zu zweit macht eben doch alles viel mehr Spaß. Was soll's denn heute geben? Fisch mit Reis und eine pikante Soße. Da weiß ich ein ausgezeichnetes Rezept. Wirklich? Mhm. Ich kenne mich leider auf diesem Gebiet nicht so aus. Ich könnte Ihnen doch dabei helfen. Sozusagen als Gegenleistung für die ärztliche Betreuung.
Das ist doch selbstverständlich. Passen Sie auf, zu zweit haben wir das im Handumdrehen fertig. Sie sind doch krank. Och, so ein bisschen kochen geht schon. Ich hole jetzt alles, was wir zu einer Festmahlzeit brauchen. So, und jetzt an die Arbeit. Wenn alle Polizistinnen so wären wie Sie, dann... Ach, Sie haben mich tatsächlich erkannt? Ehrensache. Na und? Steht mir die Uniform? Ausgezeichnet sogar. Nicht wahr? Wenn ich nicht wüsste, wer Sie sind. Als Wachtmeister hätte ich sie mir niemals vorstellen können. Man hat mir aber im Allgemeinen gesagt, dass ich sehr gut mit dieser Rolle fertig geworden wäre. Und gefällt Ihnen Ihr Beruf? Natürlich. Aber ist der nicht ziemlich anstrengend? Ich meine die Nachtarbeit und so. Sicher, es kommt schon vor, dass man erst morgens nach Hause kommt. Und manchmal im Winter, da ist man den ganzen Tag draußen. Es ist schon nicht einfach. Vor allem, weil ich so verfroren bin. Aber warum haben Sie sich dann gerade diesen Beruf ausgesucht? Wahrscheinlich, weil ich schon als Kind davon geträumt habe. Sonderbare Träume. Soll ich Ihnen nicht doch was abnehmen? Aber waren Ihre Eltern denn nicht dagegen? Nein, Papa liebt meinen Beruf. Und was ist Ihr Herr Papa? Oberleutnant bei der Polizei. Ach. Kosten Sie mal. Ach, wunderbar. Falls Sie sich beruflich verändern wollen. Bei uns ist der Posten des Küchenchefs noch frei. Ich trete gern zurück. Nein, nein. Ich will Sie ja nicht arbeitslos machen. Hier, Sie können inzwischen den Tisch decken. Für fünf? Mhm. Davon müssen Sie sonst die ganze Woche essen. Und wir essen auf der Erde. Das staune ich aber. Mmh. Dürfen wir die hungrigen Wanderer zu Tisch bitten? Endlich mal wieder eine vernünftige Mahlzeit. Schön, die Salbe. Lädt sie dorthin. Und der Sonnenbrand ist fast vorbei. Eine Pferdedosis, hat der Apotheker gesagt. Er meinte sich ja gut nach dem Motto, viel hilft viel. Guten Appetit. Oh, gleichfalls. Und der Bahn? La 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 di da du tam tam. Du da du da du da du da du da du. Sag mal, Kolja, bist du wahnsinnig? Ich hab's satt. Nicht rauchen. Nicht trinken, keine Zeitung, nicht rasieren. Wie die ersten Menschen, geradezu paradiesisch. Aber trotzdem, du kannst doch nicht einfach... Du siehst ja, ich kann. Du, vielleicht sollte ich auch. Ja, natürlich, mach schon. Rasier dich. Soll Stepan ruhig platzen vor Wut. Verdammter Pedant. Bärtiger Egoist. Außerdem ist es eine Pflegelei, Frauen so unter die Augen zu treten. Ab damit. Das war einmal ein Bart. Glatt wie ein Kinderpopo. Und so verführerisch. Du, ich glaube, die beiden haben schon Feuer gefangen. Kann schon sein. Na, das mit dem Essen hattest du ja auch großartig eingefädelt. Man tut, was man kann. Nur bei Stepan stößt du auf Granit. Sieh dir das bloß mal an. Oh, ganz schön schon. Wir schwören, der Bart bleibt unrasiert. Dass von Arthur immer noch keine Nachricht da ist, ich mache mir wirklich große Sorgen. Gestatten Sie, dass wir uns noch einmal vorstellen? Anton, mein bester Freund Kolja. Sie haben sich aber verändert. Ohne Bart sind Sie mir entschieden sympathischer. Na und ich? Sie auch. So gefallen Sie mir sogar. Jetzt müssen Sie uns aber auch in Ihren weiblichen Schutz nehmen. Machen wir. Kommen Sie mit baden? Ja, mit Begeisterung.
Hat sie geholfen? Sehr. Darf ich? Bitte. Oh, darf ich? Darf ich? Oh, bitte. Lieben Sie eigentlich Tiere? Ja. Ich bin nämlich Tierarzt. Tierarzt? Ja. Sind Sie jetzt sehr enttäuscht? Aber nein. Das ist doch ein sehr schöner Beruf. Mein Vater ist auch Tierarzt. Was Sie nicht sagen. Das ist ja großartig. Ich stamme nämlich aus einer Tierarztfamilie. Ach. Wissen Sie, mein Freund ist ein sehr schwerblütiger Mensch. Solche Leute lieben nur einmal und dann fürs ganze Leben. Wohl ganz im Gegensatz zu Ihnen. Ja, nein, das heißt im gewissen Grade. Also, was ich sagen wollte, als Student verliebte er sich in ein Mädchen. Alles ging gut, bis sie erfuhr, dass er kein richtiger Arzt, sondern nur ein Pferdedoktor sei. Da sagte sie sich auf der Stelle von ihm los. Ja, dann hat sie ihn bestimmt nicht geliebt. Ja, aber für ihn war es eine schwere Enttäuschung. Er schwor daraufhin, keine Frau mehr anzusehen und als Junggeselle zu leben und zu sterben. Eine traurige Perspektive. Ehrlich gesagt, Vera, ich kann sie mir in ihrem Beruf gar nicht vorstellen. Wieso denn? Na, passt doch gar nicht zu Ihnen. Sind Sie schon einmal in eine schwierige Situation gekommen? Nicht nur einmal. Ich habe es ja schließlich nicht mit folgsamen Lämmchen zu tun. Das versteht sich. Haben Sie schon einmal von der Waffe Gebrauch machen müssen? Natürlich. Wenn sie mich anfallen, muss ich mich doch verteidigen. Und meine Lieblinge haben scharfe Zähne und sind mächtig rachsüchtig. Aber ich liebe sie trotzdem alle sehr. Selbstverständlich. Selbstverständlich spielt die Erziehung eine sehr wesentliche Rolle. Das Wichtigste ist Geduld, Beharrlichkeit und Liebe. Liebe? Liebe bei der Polizei? Wieso Polizei? Ich arbeite im Zirkus als Domptöse. Das ist ja großartig. Aber gestatten Sie mir noch eine Frage. Bei Ihnen fällt recht oft der Name Arthur. Ist das Veras Mann? Nein. Ach so, ich verstehe, der Freund. Ja, wenn Sie so wollen, Ihr Freund. Und ein sehr eifersüchtiger. Ich würde keinem raten, sich ihm in den Weg zu stellen. Tatsächlich? Sie kennen ihn? Flüchtig. Wo arbeitet er denn? Im Zirkus. Im Zirkus? Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber irrsinnig jähzornig. Und sowas gefällt mir? Liebt ihn. Und jetzt sehnt sie sich nach ihm, dass ich es geradezu schon grotesk finde. Ich gehe noch mal ins Wasser. Ich muss noch den Wagen waschen. Kann ich Ihnen dabei behilflich sein? Nein, nein. Sehen wir uns noch heute Abend am Strand? Vielleicht. Vielleicht bedeutet bei Frauen immer ja. Im Zoo heilig Löwen, Giraffen, so manch sich liebendes Affenpaar. Und nun werde ich selbst zum verliebtesten Affen und stehe als vollendeter Esel da. Alles in Butter. Zu Veterinärmedizinern steht sie positiv. Das habe ich inzwischen gemerkt. Wieso? Ich habe gebeichtet. Sieh mal einer an. Du, aber diesen Arthur gibt es tatsächlich. Und was ist das für einen? Offenbar ein Artist. Bösartig und launisch. Zu allen fähig. Eifersüchtig wie ein Raubtier. Ein richtiger Löwe. Und was macht man da? Zum Angriff übergehen. Immerhin ist dieser Arthur, soviel ich erfahren habe, älter als sie. Du musst es versuchen. Ich weiß nicht. Mir ist nicht wohl bei der ganzen Geschichte. Wo ich doch schon mal so reingefallen bin. Nur nicht gleich aufgeben. Ich habe zu Freunden nur Katzen und Hunde. Ich heile die Herzen von Ochsen und von... Ach, nun sieh mal einer an. Ist auch mein Hornvieh mit mir im Bunde.
mein Herz, das schlägt trotzdem vollkommen verkehrt. Was stöhnst du da? Ich singe. Ach, das nennst du singen? Und dazu machst du ein Gesicht wie ein verliebter Kater, wenn's donnert? Wenn dir mein Gesicht nicht passt, ist es wohl besser, ich räume das Feld. Ach, sieh mal an. Erst hält er sich nicht an unsere Abmachung und dann spielt er obendrein noch den Beleidigten. Die Herren brauchen wohl glatte Gesichter für ihre Eroberungszüge. Lass ihn. Er hat sowieso schon Kummer. Hm. Liebeskummer, ja. Den hättet ihr euch beide mit etwas mehr Charakter ersparen können. Was hat denn das mit Charakter zu tun? Ich erinnere mich, dass wir mal ausgemacht hatten, die Mädchen links liegen zu lassen. Ja. Na und? Haltet ihr euch vielleicht daran? Nur weil wir ihnen gegenüber einen kameradschaftlichen Ton anschlagen, siehst du gleich Gespenster. Gespenster nicht, aber Tatsachen. Kolja, verstehen Sie was von Motoren? Doch, doch. Ist etwas nicht in Ordnung? Er scheint kein Benzin zu bekommen. Ja, Moment. Das werden wir gleich haben. Ja, vielleicht die Kerzen? Aber bitte, wenn ihr euch einwickeln lassen wollt. Übrigens, du bist heute mit dem Abendbrot dran. Der Fisch liegt hinten auf dem Stein. Aber wenn es geht, nimm die Eingeweide raus. Ja! Warten Sie, Anton, ich helfe Ihnen. Hey! Er ist nicht mehr zu retten. Halt, Kolja, sonst verschluckt er sich. Soll ich Ihnen Werkzeug holen, Kolja? Wozu? Ja, bitte. Na du, treibt ihr Motorkunde? Nein, er springt nicht an. So ein Motor hat seine Tücken. Der Einzige von uns, der etwas von Autos versteht, ist Stefan. Wir beide sind ja leider nur blutige Laien. Naja, wir haben uns ja inzwischen allerlei abgeguckt. Ja, haben wir. Na bitte, ist ein Kabel locker. Geben Sie mir bitte mal den Schraubenzieher. Bitte? Bisschen groß, weißt du? Ich probier's mal so. So. Versuchen Sie mal jetzt. Na bitte. Wer sagt's denn? Kolja, Sie sind ein Genie. Aber ein schmutziges. Komm, waschen. Ich komme gleich wieder. Mhm. Vielen Dank auch. Die werden morgen aus allen Wolken fallen, wenn wir weg sind. Na du, beinahe wäre unser schöner Plan ins Wasser gefallen. Die wichtigsten Positionen in seiner Wirtschaft liegen... Anton? Ja? Gibt es in diesem Land auch Mädchen? Mädchen? Ja. Oder haben Sie keine bemerkt? Es interessiert Sie wohl nicht, was ich erzähle. Doch, doch. Das sind sicher alles sehr instruktive Einzelheiten. Aber mich interessiert etwas anderes. Ihre persönlichen Erlebnisse in diesem Land. Wie viele Jahre waren Sie denn dort? Aber Silvia, ich war doch überhaupt noch nicht da. Ich will doch erst hin. Ach so.
Soll ich Ihnen etwas über Belgien oder Italien erzählen? Dort war ich schon. Stellen Sie sich... Ich stelle mir vor, dass der Mond dort genauso über uns lächeln würde wie hier. Warum sollte er lächeln? Weil wir so ernsthafte Gespräche führen. In einer solchen Nacht. Sylvia. Bleiben wir noch ein bisschen hier? Nein, nein, es ist Zeit für mich. Aber Sylvia, wir haben da Urlaub. Vera wartet sicher schon auf mich. Wer weiß, ob sie überhaupt schon da ist. Ein gewisser Abzirt begleitete ihn auf seinen Feldzügen gegen die Skythen als Veterinär. Er schrieb eine Menge Aufsätze über diese Fragen. Er war es auch, der die Veterinärmedizin zu einem besonderen Zweig der Medizin erhob. Aufgrund der zahlreichen spezifischen Besonderheiten... Haben Sie schon mal Giraffen behandelt? Giraffen? Mhm. Nein, in die Verlegenheit bin ich noch nicht gekommen. Wieso? Na, das wäre doch interessant. Stellen Sie sich mal vor, eine Giraffe bekäme plötzlich Angina. Wie viele Binden würden Sie wohl für einen Halswickel verwenden? Sie ziehen aber auch alles ins Lächerliche. Und Sie dozieren mir den ganzen Abend etwas vor. Sie haben mich doch selbst darum gebeten. Wollen wir uns wegen einer Giraffe streiten? Sie sind wohl heute nicht für ernste Gespräche. Müssen es unbedingt ernste sein? Wie meinen Sie denn das? Kolja. Sie ist noch nicht da. Da könnten wir ja noch ein bisschen plaudern. Nein, nein. Es ist Zeit für mich. Oh, schade. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Oh, nur sag mal, kannst du dich nicht ein bisschen leiser bewegen? Andere Leute möchten nämlich schlafen. Wer kann denn schlafen in so einer Nacht? Normale Menschen. Ihr treibt euch die ganze Nacht in der Gegend rum und ich warte auf die glücklich Verliebten mit einer Tasse Kaffee. Alter Nörgler! Jetzt wird's aber höchste Zeit. Könnten wir nicht noch ein bisschen ans Meer gehen? Sylvia, bist du da? Natürlich, schon lange. Es geht nicht. Aber es bleibt doch dabei. Morgen fahren wir in die Stadt und gehen ganz groß aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Was willst du denn? Ich muss mit dir reden. Mitten in der Nacht, du bist wohl verrückt. Du, ich glaube, ich liebe sie. Wird ja wohl immer schöner. Erst kommt der eine und weckt mich und 10 Minuten später kommt der nächste. Liebt doch meinetwegen, wen ihr wollt und solange ihr wollt, aber stört mich gefälligst nicht beim Schlafen. Stepan, für mich ist das eine Lebensfrage. Und bist du denn total übergeschnappt? Bist du vielleicht jetzt mitten in der Nacht noch zum Standesamt? Morgen früh packe ich meine Klamotten und fahre nach Haus. Ach, macht doch, was ihr wollt. Paart euch, heiratet euch, kriegt Kinder, so viel ihr wollt, meinen Segen habt ihr. Stepan, du bist unsachlich. Ich habe mich entschlossen, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Na, mach doch. Und wenn sie Nein sagt? Dann schuldigst du dich ihm und gehst ins Wasser. Du bist schuld. Du mit deinen Dressurmethoden. Wieso? Bis jetzt ist doch alles glatt gegangen. Wie geplant. Aber so kann das doch nicht weitergehen. Diese Liebesseufzerarmee und die Mondscheinspaziergänge. Morgen früh fahren wir doch sowieso ab. Leider. Wie? Ich meine, hoffentlich bereuen wir es nicht. Weißt du, Sylvia, eigentlich hatte ich mir ja auch alles ganz anders gedacht. Wie denn? Na, eben anders. Hast dich wohl verliebt?
Es bleibt bei unserem Entschluss. Armer Kolja. Du hör mal, was hältst du davon, wenn wir uns in Galler werfen und sie feierlich wecken? Am besten, du holst gleich unsere Sachen. Wir ziehen uns hier um. Mach ich. Und sieh mal nach, ob sie noch schlafen. Aber sei leise! Ja! Anton! Komm! Hat Stepan dich gesehen? Der sitzt im Wald und liest einen neuen Krimi. Dann sieht und hört er ja vorläufig sowieso nichts. Beeil dich. Du. Wollen wir nicht noch ein bisschen warten? Keine Müdigkeit vorschützen. Komm. Vera, schnell! Sie kommen! Natürlich. Stepan kann es mal wieder nicht lassen. Jetzt hat er sie geweckt. Was denn das? Ja, wo ist denn der Moskvitsch? Ja, und das Zelt. Vielleicht sind sie einkaufen gefahren. Mit dem Zelt? Liebe Campingfreunde, die Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit der zwischen uns entstandenen Beziehungen haben uns veranlasst, diesen Ort zu verlassen. Wir reisen nicht aus, wir wechseln nur unseren Aufenthaltsort. Vielleicht trefft ihr uns auf dem Rückweg. Wenn nicht, so behaltet ihr nicht allzu schlechte Erinnerung, zwei Polizistinnen, die eure Ruhe störten. Sie haben uns sitzen lassen. Ganz einfach sitzen lassen. Und ich habe Ihnen noch den Motor repariert. Wenn alles klappt, müssen Sie hier vorbeikommen. Also, Schicksal, nimm deinen Lauf. Heuchlerinnen. Dabei haben Sie versprochen, heute Abend mit uns tanzen zu gehen. Jawohl, haben Sie versprochen. Aber was tut Silvia? Die falsche Schlange. Sie betrügt mich nach Strich und Faden. Warum muss ich auch immer so ehrlich sein? Als ich ihr sagte, dass ich Tierarzt bin, da glaubte sie, ihren Spaß mit mir treiben zu können. Ach, ich hasse alle Frauen. Alle. Bis auf eine. Hup doch mal nach dem Doktor. Hey! Sag mal. Idioten. Kann man denn nirgends in Ruhe lesen? Sag mal, was die ganze Zeit da drin? Woanders hat man doch keine Ruhe vor euch. Du hast nichts gesehen und nichts gehört? Nö. Nee. Wieso? Ist denn was passiert? Sie sind weg. Ha! Da habt ihr euch also umsonst abgeplagt. Umsonst die Bärtchen abrasiert. Was denken die sich eigentlich? Du, Stepan, wir haben beschlossen, sie an der Küste entlang zu suchen. Hier beschließe ich, das ist mein Wagen. Lies doch erst mal.
Vielleicht trefft ihr uns auf dem Rückweg. Rückweg! Rückweg! Los, Tempo, wir fahren! Na, habt ihr alles? Moment, gleich! Los, alles! Na, wenn wir könnten! Wenn ihr nicht so viel Radio gehört hättet. Ja, was machen wir jetzt? Na los, schieben. 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 Sie fahren. Sie fahren tatsächlich. Sie sind weg. Wir haben gesiegt. Ja. Dass sie uns nicht bemerkt haben. Den Wagen können wir ja gleich da stehen lassen. Wir wollen doch sowieso noch hier einkaufen. Drei Dinge sind es, die ein Dompteur beachten muss. Geduld, Beharrlichkeit und Liebe. Also nehmen wir unser Reich wieder in Besitz. Wie viele Tage haben wir dadurch von unserem Urlaub verloren? Volle 13 schöne Julitage. 13 schöne Julitage. Na, macht nichts. Vera, hast du vielleicht zufällig ihre Adressen aufgeschrieben? Nein. Leider nicht. Wieso denn leider? Wozu brauchen wir die denn? Eben. Aber eigentlich ist es doch schade. Sag mal ehrlich, Vera. Aber ganz ehrlich. Tut es dir nicht doch ein bisschen leid, dass sie weg sind? Und Kolja? Möchtest du ihn nicht wiedersehen? Doch. Sehr gern. Das Vergnügen können Sie haben. Oh, Kolja! Wo kommen Sie denn plötzlich her? Ich habe unseren Petroleumkocher vergessen. Strand in alle Welt steht hier und da verstreut ein Zelt. Ganz unberührt ist die Natur und dort sind Wilde nur. Wir lieben nicht die Kurortwelt, es ist der Strand, der uns gefällt. Die Einsamkeit soll unser sein, denn wir sind gern allein. Wasser, Sand und Sonne sind für uns das Ideal. Wellen, Wind und Camping, Wilde sein wollen wir einmal. Ja. Wenn du ein echter Wilder bist, lachst du auch wenn mal Regen ist. Du findest es nicht unerhört, weil dich das gar nicht stört.